Herzlich willkommen zu diesem Video, wo es darum geht, wie wir so einen Thread oder eine ganze Anwendung sauber herunterfahren. Das ist wichtig, weil Sie wollen ja irgendwann zum Beispiel Ihrem Server ein Fahr dich runter Signal schicken und dann soll der sich sauber Stück für Stück beenden, sauber die Ressourcen wieder freigeben und alle Sachen in einem einigermaßen konsistenten Zustand hinterlassen. Was Sie nicht wollen, ist, dass das Programm trotz, obwohl was abgestürzt ist, ein Teil weiterläuft. Also es kann Ihnen passieren, dass ein Teil der Threads Ihres Programms abgestürzt sind, also mit einer Exception beendet wurden. Ein anderer Teil läuft aber noch. Dann sieht das Programm so aus, als ob es noch funktionieren würde. Tut es aber eigentlich nicht, weil die Hälfte aller Threads schon fehlt. Und da müssen wir uns darum kümmern, dass wir das sauber terminieren und dass wir sauber diese Fehler abfangen. Und das würde ich gerne in diesem Video erklären. Ich habe Ihnen hier wieder ein Beispiel hergestellt. Das ist jetzt ein normaler Runnable und der macht, gibt wieder ein Hello Thread aus und den Thread-Namen, dass man so ein bisschen sieht, wo das im Thread-Pool läuft. Und das Interessante hier ist, das Ding hat eine Endlosschleife. Sie sehen hier ist while true. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert das System, wenn ein Thread eine Endlosschleife drin hat, die eigentlich nicht terminieren kann? Schauen wir uns das mal kurz an, wie das Verhalten ist. Ich mache hier wieder einen Executor auf. Executor Service exe gleich executors.new. Nehmen wir mal gleich so ein Fixed Thread Pool, geben wir den mal ein. Thread erstmal mit, mehr brauchen wir nicht. Und jetzt sagen wir hier exe.execute task. Sollen wir das starten? Das hatte ich Ihnen schon in einem der vorherigen Videos vorgeführt. Dann läuft der endlos. Nur mal kurz zur Demo. Schauen Sie es mal kurz an. Da gibt es immer Hello Thread Pool und wartet da 5 Sekunden. Dann gibt es wieder auf. Und das Main-Programm ist eigentlich schon lange durch. Also der Control-Loop endet da. Mein toller Thread läuft weiter. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass man sagt: Na gut, der Thread Pool hat ja diese gutmütige Beendigungseigenschaft. Mache ich hier mal exe.shutdown. Nochmal zur Wiederholung: Dieses Shutdown wartet, bis alle Runnables durch sind. Und der Erwartungswert wäre hier, dass das, also man könnte auf die Idee kommen, dass das hilft, tut es aber nicht, weil ich ja hier die Endlosschleife habe. Das heißt, das gutmütige Shutdown würde hier auch warten bis zum Hitzetod des Universums. Und der Thread beendet sich nicht. Ich führe kurz vor, dass das auch stimmt. Sie haben hier das Shutdown unten. Und das Programm läuft trotzdem weiter. Gut, jetzt, wenn Sie die Doku gelesen haben, könnten Sie sagen, na gut, dann machen wir die Brachialmethode. Das heißt, wir nehmen das Shutdown Now. So, das Shutdown Now schickt jetzt allen Threads aus dem Executor-Framework so ein Interrupt-Signal. Das heißt, der setzt überall da das Interrupt auf True. Und hier, der reagiert hier auch auf so ein Interrupt. Interrupted Exception fängt der ab. Jetzt schauen wir mal an, was dann passiert. Also jetzt müsste der sich ja eigentlich terminieren, wenn alles mit rechten Dingen zugeht. Sie sehen hier kommt auch die Java Lang Interrupted Exception. Das ist hier die Ausgabe von dem E.Stack Trace. Habe ich hier geschickt mit dem Shutdown. Aber Sie sehen hier, blöderweise läuft doch alles wieder weiter. Ist auch klar, wenn Sie sich hier den Kontrollfluss mal anschauen, in der Run-Methode von dem Thread. Sie haben ja hier den Thread oder das Runnable Task und da ist eine Endlosschleife drin und wenn der eine Interrupted Exception kriegt, dann gibt er das Stack Trace aus, arbeitet aber munter weiter. Also das ist sicherlich kein sinnvolles Verhalten. Also haben wir hier zwei Strukturfehler drin. Erstens, wir haben hier einfach die Default-Implementierung von dem Catch übernommen. Das ist natürlich Käse. Also erstens gehört so ein Stack Trace in Log-Datei. Also vielleicht können wir das mal machen. Also wer weiß, vielleicht braucht man das hier irgendwann nochmal. Log. Ich habe hier oben, deswegen musste ich das hier mir schon so ein Logger eingebaut, dass ich hier gar nicht erst auf die Idee komme, solche Log-Sachen irgendwie mit System.out zu machen. Kommen wir eh. So, aber was machen wir jetzt? Jetzt loggen wir weg. Also, was wäre denn ein vernünftiges Verhalten? Also, wir wollen natürlich, wenn der interrupted wird, der Thread, soll der ja dann auch wirklich terminieren. Das wäre, zumindest würden wir das hier in diesem Kontext erwarten. Also sagen wir hier Return. So, wenn wir das machen, dann müsste er jetzt eigentlich terminieren. Schauen wir mal. Und Sie sehen, das kann man schwupp. Diese Severe Sleep Interrupted, das ist die Ausgabe von meinem Log. Und dann sagt er hier Java Lang Interrupt Exception und das Ding ist beendet. Das wäre mal das Erste. Ich kommentiere das hier nochmal aus, um Ihnen nochmal das Zweite zu zeigen.
Also jetzt, wie gesagt, jetzt terminiert er wieder nicht. Gibt die Exception aus, aber jetzt läuft er natürlich weiter, weil ich das Return auskommentiert habe. So. Was ich noch machen sollte, dieses Wild True ist immer eine schlechte Idee eigentlich. Also sie brauchen immer irgendeinen Grund, um die Schleife terminieren zu können. Und ich habe Ihnen ja erzählt, dass dieses Interrupted, das ist so ein Flag, der am Thread gesetzt wird und den können Sie abfragen. Und da kann ich natürlich fragen, bist du nicht beendet, dann lauf weiter. Also frage ich, baue ich das mal rein. Thread.currentThread.isInterrupted. So, das heißt, solange der nicht interrupted ist, läuft er weiter und jetzt terminiert das Programm auch. Denn jetzt habe ich hier sozusagen die While-Schleife unterbrochen und Sie sehen, jetzt hat er hier wieder terminiert. Sauber. So, bauen wir mal sicherheitshalber beides ein. Das heißt, wenn die Interrupted Exception kommt, springt er raus und wenn das Interrupt-Flag gesetzt ist, springt er auch raus. So, und jetzt terminiert das Ding einigermaßen sauber. Das heißt, jetzt kann ich den starten und es läuft weiter. Also, und das Ding terminiert sauber. So, jetzt machen wir hier mal wieder nur einen Shutdown. Das heißt, jetzt läuft das Ding natürlich wieder in der Endlosschleife weiter, weil jetzt das Interrupt nicht kommt. Ne? So. Nehmen wir mal, das wäre vielleicht sogar gewollt, so in der Gegend. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt baue ich mal einen zweiten Thread dazu. Und da passiert jetzt aber was Schlimmes. Ich sage jetzt hier mal Runnable. Something. Gleich. Jo. Runnable und der soll gibt von mir aus s out und was er dann macht, jetzt machen wir mal eine Katastrophe. Throw new runtime exception voll die Katastrophe. So. Ich doch richtig schreiben. So, voll die Katastrophe. So, und das Ding führen wir jetzt auch noch. Exe.execute something. So, was wäre denn jetzt ein vernünftiges Verhalten, wenn wir uns das nochmal anschauen? Ne? Das heißt, eigentlich würden wir es erwarten, wenn ein Thread von unserem Programm abstürzt, wollen wir es erstens mitkriegen. Also Achtung, der Thread ist abgestürzt. Jetzt habe ich aber hier, um das Run kann ich aber keinen Try-Catch drumherum machen. Nicht? Also das würde ich, also wenn ich jetzt hier um die Erzeugung des Runnables Try-Catch mache, wäre das wirkungslos. Und ich habe hier sozusagen keine Chance, in den Executor irgendwie einen Try-Catch reinzubasteln. Also das heißt, diese voll die Katastrophe-Exception verhallt wahrscheinlich ungehört im Universum. Das können wir aber nicht wollen. Aber starten wir das Programm mal ganz kurz. Also wir würden hier eigentlich erwarten, also Runtime-Exception kommt, Programm terminiert sich sinnvollerweise oder die Exception wird irgendwie behandelt. Schauen wir mal, ob das passiert. Ah, passiert nicht. Der Grund ist, ich habe hier den Thread-Pool zu klein gewählt. Stopp, machen wir den Threadpool mal größer. Wir wollen ja beide Threads ausführen. So, jetzt nochmal. Sie sehen, er sagt hier, eine Katastrophe hat passiert. Er sagt hier auch, die Exception ist hier irgendwie aufgetreten. Runtime Exception. Aber das Programm läuft irgendwie weiter. Und die große Preisfrage ist, wo kommt das hier her, dass diese Exception aufgetreten ist? Da muss irgendwo... müssen wir uns jetzt eine eigene Behandlung überlegen von dieser Runtime-Exception. So, wie können wir das tun? Denn was wir nicht wollen, ist, dass das Programm weiterläuft. Also wir wollen, wenn der Thread stirbt, dann wollen wir, dass das ganze Programm sich terminiert. Das ist so die alte Regel aus dem pragmatischen Programmierer. Dead programs don't tell lies. Also brauchen wir jetzt einen Catch für alles, was bisher nicht gecatcht worden ist. Und das bauen wir jetzt hier mal ein. So, bietet die Klasse Thread dafür eine Möglichkeit. Thread. Jetzt kann man hier sagen Set Default Uncaught Exception Handler. New Uncaught Exception Handler. Und auch das wieder als anonyme innere Klasse gemacht, könnte man sicherlich auch als Lambda implementieren. Und jetzt kann man da zum Beispiel sagen sysout eine. So würde ich sehen, dass der reagiert hat. Jetzt sollte man natürlich, also das ist jetzt nur, dass Sie was beobachten können. Ich sage jetzt hier mal log.log. So. Und was wollen wir dann? Jetzt hieß es Dead Programs Don't Tell Lies. Also wenn ein Thread abstürzt mit der Runtime Exception, dann wollen wir, dass das gesamte Programm terminiert. Also das ist so, das kennen Sie aus wahrscheinlich, wenn Sie mal mit Desktop-Programmen zu tun hatten, da kommt da so ein Schild hoch, herzlichen Glückwunsch, ich bin jetzt abgestürzt, beschweren Sie sich doch beim Administrator. Also in etwas schöneren Worten natürlich. Oder wollen Sie diesen Fehlerbericht noch zu Microsoft senden oder sowas? Also irgendwie so ein Schild müssten wir jetzt aufmachen. Ich terminiere das Programm als System.exit
Eins. So. Jetzt, also jetzt mache ich das Programm wirklich kaputt. Ich mache es tot. Dead Program Sonntag Lies. Wir hinterlassen noch diverse Informationen in der Logdatei und das war's. Feierabend. Das können Sie natürlich machen bei einem Desktop-Programm, nicht? Also wenn Sie einen Server so terminieren, also wenn Sie für Amazon würde so terminieren, das wäre sicherlich keine gute Idee, aber Sie müssten zumindest die Transaktion beenden, wo die Exception aufgetreten ist, dass der da nicht irgendwelche Halbgarn-Sachen noch macht. Also irgendwas terminieren müssen Sie. Das machen wir jetzt hier. Also jede Exception wird jetzt durch den Uncaught-Exception-Händler gefangen. Jetzt lassen wir das mal laufen. Und Sie sehen jetzt hier, Execution failed. Schauen wir mal. Eine Katastrophe ist aufgetreten, also eine Exception ist aufgetreten. Sehen Sie hier, die Ausgabe ist hier, eine Exception ist aufgetreten. Dann ist hier severe voll die Katastrophe. Severe, e.getMessage war ja hier, ich habe ja hier in dem Ding geschrieben, voll die Katastrophe. Und da hat die Runtime Exception aufgetreten und vor allem, Sie sehen, das Programm hat jetzt terminiert. Also das ist jetzt sozusagen, er hat sich also einfach mit, also sozusagen einfach den Rest abgeschossen. Was würden Sie typischerweise in so einen Exception-Händler reinschreiben? Also wenn Sie so einschreiben würden, Sie würden den Benutzer informieren, also irgendeine Meldung schreiben, Achtung, ich bin jetzt wirklich abgestürzt, wende dich da und dorthin. Sie versuchen die Absturzursache irgendwie in die Logdatei reinzuschreiben, denn vielleicht kriegt der, der das nachher debuggen soll, das Programm, oder dem Kunden helfen soll, kriegt vielleicht die Logdatei mit und dann sollten Sie grob wissen, wo das Ding den Geist aufgegeben hat. Also versuchen Sie hier möglichst viele Informationen in die Logdatei zu schreiben, damit der, der es debuggen muss, nachher ein bisschen sinnvolle Informationen hat. So, das war es soweit zum Thema sauberes Terminieren von Multi-Threaded-Programmen. So, das soweit. Wir kümmern uns jetzt im nächsten Video um die Thread-to-Thread-Kommunikation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.